Hallo und willkommen bei LiveTech.de. Dies sind die Technik-Nachrichten der 6. Kalenderwoche des Jahres 2014 in 90 Sekunden. Erste Bilder des HTC One 2 sind aufgetaucht. Es gab schon länger einige Gerüchte über den Nachfolger des HTC One, welcher den Namen HTC M8 bzw. HTC One 2 tragen soll. Jetzt sind erstmalig Bilder des Gerätes aufgetaucht. Dieses hat nicht nur einen dualen Blitz, sondern auch gleich zwei Kameras auf der Rückseite. Es ist noch nicht sicher, welche Funktion die beiden Kameras haben sollen. Kommt bald das Samsung Galaxy S5? Samsung lädt zu dem Unpacked 5 Event ein, welches am 24. Februar 2014 stattfinden soll. Dort sollen einige neue Geräte vorgestellt werden. Eines davon soll das Galaxy S5 sein, welches der Nachfolger des Galaxy S4 ist. Das S5 soll Gerüchten zufolge ein 5,24 Zoll AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2560x1440 Pixeln haben. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Geräte ihr außerdem auf dem Unpacked-Event vorgestellt sehen wollt und was ihr von den Gerüchten über das Galaxy S5 haltet. Microsoft hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der bisherige CEO von Microsoft war Steve Ballmer. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass es einen neuen CEO gibt. Dieser heißt Satya Nadella. Er arbeitet bereits seit 1992 bei Microsoft und war bisher für die Cloud-Dienste von Microsoft zuständig. Voraussichtlich wird Nadella die Software-Sparte von Microsoft ausbauen. Auch Bill Gates wird wieder eine größere Rolle bei Microsoft als Technologieberater spielen. Jetzt möchte ich euch noch einen anderen Kanal vorstellen. Dieser hat den Namen Technic World. Auf seinem Kanal findet ihr neben sehr gut gemachten Reviews und Unboxings auch Cydia Tweaks. Schaut dort doch mal vorbei und lasst ein Abo dort, wenn euch der Kanal gefällt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Vergesst außerdem nicht, mich zu abonnieren, um keines meiner wöchentlichen Videos zu verpassen. Das war LiveTech.de mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video gesehen habt.